Willkommen zurück zu meinem neuen Let's Draw. Und ich werde heute jemanden versuchen, den ich eigentlich gar nie gezeichnet habe von meinen Own Characters, obwohl er eigentlich dazugehört, nämlich den Schneider. Ja, eine Inspiration von Rundstein. Also, er ist wieder dieses komische Kreiskopf da. Immer dieses gleiche Gedönse. Den Kopf neigen. Mit dem alles sehen könnt. Ja, und hier noch die Schulter und den Körper und auf jeden Fall muss ich nachdenken, was er anhaben soll. Ja, ich bin wieder krank, aber wem interessiert? Und wenn ihr meine Zeichnung nicht interessiert, schaltet es einfach weg. Da noch die Kniegelenke. Sorry. Ja. Also die Unterleibpose haben wir. Ist den einen. Den anderen. Der soll nämlich was halten. Nämlich die Schlagzeugteile. Überkreuzt, wie eine chinesische Stäbchen, was ging's da? So, ist der Schwanz, der so kringelig, wie jedes Chamäleon. So, jetzt seine Augen. Seine Augen sind etwas spezieller als meine anderen Chamäleons. Die sind so schlitzig. Oder irgendwie so mystisch. Ein bisschen kleiner. So in etwa. Das machen wir mit den anderen auch. Okay, der guckt irgendwie böse, ist der aber nicht. Der ist ein Lieber. Und der kann auch jede Minute, jede Sekunde und jede Stunde eine neue Charakter haben. So jetzt seine Haare und ja, die sind lockig. Ich habe ja noch nie einen Old Character, die lockige Haare hat, noch nie. So, nachdem wir die Haare gehabt haben, müssen wir nachdenken, was er anhaben soll. Wäre eigentlich gar nicht schlecht, sowas anzuhaben. So,
glaube, ich muss mir danach einen Farben der Klamotten überlegen, wenn ich sie überhaupt bearbeite und das in DeviantArt hochlade. So, jetzt nachzeichnen. Hoffentlich verkacke ich gar nichts. Weil bei Lora war es schon ein epic fail. Mit den Schuhen. Schon ein bisschen Wolfraff Eyes ist mir ein bisschen aufgefallen. Aber der ist ganz nice. Sorry, wegen vorhin. Ich muss Spülmaschine ausräumen, weil meine Familie zu faul ist. Gott. Also jetzt die Schlagzeugstücke nachfahren. Noch das andere. Auch wenn es falsch ist, ist es mir scheißegal. Ich will das Bild einfach fertig haben. Sorry, dass ich irgendwie so schlecht gelaunt bin. Ich hatte gestern irgendwie bis um 4 Uhr aufgeblieben, weil so eine Freundin bei mir war. Und ja, ich bin auch irgendwie müde, bin auch wieder krank. Ja, so viel macht ein Immunsystem aus. So, jetzt hört ihr es. Okay, ich bin sowieso schon bald mit dem Schneider fertig. In Deviant hätte ich sowieso keinen Kommentar von ihm gekriegt. Weil sich niemand einen Scheiß dafür gegeben hat, dass meine Chamäleons irgendwie existieren. Das hat niemand so interessiert, außer Saphira, Kitty und Manny. Ja, aber jetzt ist wenigstens das Bild fertig. Ich habe hier so einen Radierer auf meinen Bleistift. Aber wie gesagt, das ist nicht Let's Erase. Ich radiere es dann nach dem Video und hoffe darauf, dass jeder nach dieses Video kommentiert.